Du kannst von Urlaub und Erholung einfach nicht genug bekommen? Dann sollte das heutige Video ganz nach deinem Geschmack sein. Wie du vielleicht weißt, mag ich Hotels, die sich von konventionellen Hotels abheben. Zum Beispiel durch umweltfreundliche Standards, regionale Produkte, die den Gästen angeboten werden oder aber einfach weniger Plastik, das im Hotel oder in den Zimmern selbst verarbeitet wurde. Ja, Dinge, die dann dazukommen, wie zum Beispiel Sauberkeit, Freundlichkeit der Mitarbeiter oder einfach ein schicker Wellnessbereich, gehören für mich nicht nur zum Standard, sondern runden ein Hotelkonzept insgesamt auch wunderbar ab. Das letzte Hotel, was wir uns angeschaut haben, war das Landgut Stober. Sehr im Grünen gelegen, direkt am Wasser. Ach ja, schön war's. Du hast das Video dazu verpasst? Keine Sorge, ich packe dir hier oben nochmal einen Link rein. Ja, aber was ist jetzt, wenn man es bunt und außergewöhnlich mag und vor allem direkt in der City? Dann ist das heutige Hotel vielleicht genau das Richtige für dich. Wir besuchen nämlich das Scannic am Kurfürstendamm. Auf geht's! Sag mal, kennst du das Gefühl, wenn man einen Raum betritt und sich sofort wohlfühlt? Also so ging es mir gerade, als ich hier reingekommen bin. Ich dachte mir einfach nur, wow. Der Raum ist sauber und ordentlich, aber völlig unabhängig davon ist er mega gemütlich eingerichtet, sehr stilvoll, sehr modern. Und ja, man fühlt sich einfach nur pudelwohl. Allein wenn ich mir diese Wandbemalung hier vor mir anschaue, die mich förmlich anspringt, sieht sehr spektakulär aus, passt hier perfekt in den Raum rein. Und es ist immer interessant zu sehen, wie so eine Wandbemalung einen Raum verändert, so vom Feeling her. Es ist sehr warm, sehr gemütlich und es ist einfach nur richtig, richtig cool. Ich habe sowas echt noch in keinem Hotel gesehen und da gibt es noch einiges zu erzählen, denn das ist nicht die einzige hier in dem Hotel. Das Badezimmer ist genauso stilvoll und modern eingerichtet wie das Zimmer selbst. Zudem ist die Dusche barrierefrei. Ja, da lege ich jetzt keinen allzu großen Wert drauf, aber für Menschen mit Handicap oder auch ältere Menschen eine sehr bequeme Geschichte. Übrigens, beim Check-in wurde mir gerade mitgeteilt, dass es im sogenannten Living Room, also eine Art Aufenthaltsraum, in dem sich auch der Frühstücksbereich befindet und weitere Sitzgelegenheiten, ab 15 Uhr für alle Hotelgäste, die einchecken, einen Willkommensdrink gibt, eine sehr nette Aufmerksamkeit und da geht es auch gleich nochmal runter, meinen Drink abholen. Übrigens auch eine ganz witzige und coole Idee ist auch die, dass Hotelgäste, die eine ganze Flasche Wein kaufen, die am Ende, also nach dem Austrinken, beschriften können und diese Flasche wird dann im Living Room ausgestellt. Das heißt also, dass alle Flaschen dann nebeneinander stehen und wenn man sich da mal so ein bisschen gemütlich macht an einem Abend, kann man sich durch die ganzen Namen oder Stories, die auf den Flaschen stehen, so ein bisschen durchfuchsen und stelle ich mir schon ganz schön spannend vor. Damit der Living Room noch ein bisschen gemütlicher wird, hat man sich hier noch ein paar mehr Gedanken gemacht und sogenannte Fensterinstallationen montiert, in denen einzelne Fernseher eingelassen sind. Und wenn man da jetzt genauer raufschaut, sieht man immer unterschiedliche Ausblicke auf deutsche oder schwedische Städte. Und für mich als echter Schweden-Fan, ich muss ehrlich zugeben, da komme ich ganz schön ins Träumen und Schwärmen. Und ich finde, das macht den Raum insgesamt wesentlich spannender. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zu dieser schönen Wandbemalung zurück. Sieht wirklich spektakulär aus. Ja, unter dem Stichwort Art Stays Here wurde das Scannic am Kurfürstendamm nämlich vom 6. bis zum 26. Oktober letzten Jahres zu einer Art Live-Performance-Studio verwandelt für Urban und Street Art. Im gesamten Hotelkomplex, sowohl in den Fluren, in den Hotelzimmern wie hier, im Fitnessbereich, aber auch im Restaurant, ja, haben sich schwedische Künstler mit solchen Kunstwerken verewigt. Und wenn du mal Lust hast, dir die wirklich live anzuschauen, dann komm gerne vorbei. Wenn du dir jetzt die ganzen Kunstwerke mal anschauen möchtest, aber nicht aus Berlin kommst oder ein bisschen ungeduldig bist, überhaupt kein Problem. Such einfach nach den Hashtags ArtStaysHere oder Scannic Kudamm. Da findest du weitere Fotos. Viel Spaß beim Anschauen. Damit du jetzt nicht zu lange warten musst, habe ich mal die spektakulärsten Bildkreationen für dich zusammengefasst.
mal in Berlin unterwegs oder am Kurfürstendamm, dann wirst du wissen, dass das Hotel sehr zentral liegt. Du befindest dich hier so gut wie im Zentrum Berlins und alles ist fußläufig super zu erreichen, wie zum Beispiel der U-Bahnhof Wittenbergplatz, viele Bushaltestellen, das KDW, was dem einen oder anderen was sagt, aber auch die Gedächtniskirche am Zoologischen Garten oder der benachbarte Zoo. Und wenn du es dir auch anschauen möchtest, die Siegessäule und Brandenburger Tor sind auch nicht so weit weg. Das heißt also, dass das Hotel der perfekte Ausgangspunkt ist, um dir Berlin genauer anzuschauen. Falls du jetzt übrigens keinen Bock auf Straßenverkehr und Stau hast, überhaupt kein Problem, lass deine Karre einfach stehen und erkunde Berlin mit dem Fahrrad, wesentlich entspannter und chilliger. Und einen Fahrradverleih gibt's auch direkt unten vor der Haustür. Da fällt mir gerade auf, gegessen habe ich auch noch nicht, deshalb geht's jetzt ab ins Restaurant, mal gucken, was ich auf dem Weg so finden werde und du kommst mit. Auf geht's! Das Scanic am Potsdamer Platz hat auch das Hotel hier einen Wellness- bzw. Gym-Bereich und den gehen wir uns mal anschauen. Auf geht's! So, mein Lieben, ich bin durch für heute. Ich habe richtig viel gesehen. Es war ein total spannender Tag, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommt aber nach der Arbeit erstmal ein bisschen das Vergnügen. Wir sehen uns morgen beim Frühstück wieder, pünktlich wie immer. Und das Blonde hier, das geht auf jeden, der jetzt noch zuschaut. Cheers! Moin. Yo, wenn du dich fragst, warum ich so gute Laune habe, dann liegt es zum einen daran, dass ich in dem Bett richtig gut geschlafen habe. Hätte natürlich auch noch länger liegen können, aber irgendwann muss man einfach in den Tag starten. Und außerdem hat der Tag dafür viel zu wenig Stunden. Zum anderen mache ich jeden Morgen ein bisschen Sport, um ja in Fahrt zu kommen, einfach meine Laune anzuheben. Und wenn du so ein bisschen zu einem kleinen Morgenmuffel tendierst, dann kann ich dir empfehlen, auch Sport zu machen. Dann klappt es auch mit dem restlichen Tag. Probier es einfach aus. Jetzt geht es erstmal zum Frühstücksbuffet. Ich habe schon richtig dollen Hunger. Und damit du weißt, was es gibt, nehme ich dich auf jeden Fall mit. Bis gleich.
ist sehr umfangreich, sehr frisch, viele regionale Produkte auch vorhanden. Und ich habe mir jetzt hier so ein bisschen Brot, Knäckebrot, ein Croissant, Tomaten, Gurken, getrocknete Pflaumen, ein bisschen Marmelade besorgt und lasse mir jetzt schmecken. So, Pappe satt vom Frühstücksbuffet zurück. Ich bin wunschlos glücklich. Es war auch sehr, sehr lecker. Und wie du vielleicht selber festgestellt hast, gab es viele biozertifizierte Produkte, regionale Produkte, frisches Obst und Gemüse, was bei keinem Frühstücksbuffet fehlen darf. Und auch für die, die jetzt keine Milch trinken oder kein Fleisch essen, gibt es genug Alternativen, dass man aus diesem Hotel satt rausgeht, um die City da draußen unsicher zu machen. Ja, die 2 Tage in Scunic sind vorbei. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt hier. Möchte mich auf diesem Wege auch nochmal beim Scunic-Team bedanken, dass ich hier filmen durfte. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Hotel ist extrem sauber, sehr modern und stilvoll eingerichtet. Man fühlt sich einfach rundum wohl. Und die Highlights des Hotels, die möchte ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Mein absolutes Highlight in diesem Hotel sind die Wandbemalungen. Wie soll es anders sein? Ich bin absoluter Fan davon geworden. Sie passen nicht nur optisch richtig gut in die Räumlichkeiten. Ich finde es auch klasse, dass das Hotel den Künstlern die Möglichkeit gibt, sich hier einfach zu verewigen, um nicht nur die Menschen oder die Gäste damit zu inspirieren, sondern auch die Räume mit noch mehr Leben zu füllen. Und insgesamt gibt es dem Hotel einfach den gewissen Charme. Es passt einfach perfekt hier rein. Und wenn du mal in der Nähe bist, dann solltest du es auf jeden Fall mal anschauen. Mein nächstes Highlight sind die Fensterinstallationen im Living Room. Vielleicht haben sie dir genauso gefallen wie mir. Ich finde, sie geben dem Frühstücks- oder Restaurantbereich auch nochmal so diesen gewissen Charme oder Touch, dass man ein echtes Gefühl hat, irgendwo in Schweden oder Skandinavien zu sitzen und dort zu essen. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass es keine negativen Punkte hier gibt, die mir irgendwie aufgefallen sind. Ich habe keine Haare im Bett gefunden, keinen Dreck im Badezimmer, bin auf keine unfreundlichen Mitarbeiter gestoßen. Wenn du hier deine Tage verbringst, bekommst du einen tollen Service, nette Mitarbeiter, ja, saubere Zimmer, gutes Essen und zudem eine richtig tolle Lage. Also du befindest dich halt direkt im Zentrum, kannst Berlin unsicher machen. Zudem verfolgt das Hotel sehr viele nachhaltige Aspekte, bezieht zum Beispiel auch grünen Strom. Und wenn du genau darauf achtest, gibt es hier ganz wenig Plastik, viel aus Glas, viel aus nachhaltigen Materialien wie Holz, was mir natürlich total zusagt. Mit dem heutigen Video möchte ich dir eine warme Empfehlung geben, dass wenn du mal in Berlin bist, gerne mal vorbeischauen kannst beim Scunic am Kurfürstendamm. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin soweit durch für heute, checke jetzt aus und bis zum nächsten Mal. Ciao.